War schon Intro. Chip, 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 Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Sie lösen jeden Fall, egal was sie auch tun. Es ist keine Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 Chip und Chap. Moin! Weißt Hallo, du, Leute. Ich hab dir das Intro gerettet, weißt du? Gerettet, Junge. Ohne dich wäre es einfach in komplett in die Hose gegangen. Verloren wären wir gewesen. Ach, komplett, du Heilige. Komplett. Aber ach, weißt du, meine Güte. Nee. Schreibt jetzt in die Kommentare, jetzt, sofort, bitte. Oh, wieso habe ich einen Superschutz angebracht? Wir haben noch einen Counter. Was? Ich gehe für Hätten wir jetzt gemacht, ohne das Intro. Ohne das Chip und Chap Intro. Ich gehe für Flabébé. Gönn dir Flabébé. Oh, Monozito. Actually nice. Actually, ja, wir haben halt jetzt Pokémon. Mewtwo, aber Zito Mega ist cool. In eine Bag zu haben, ist nicht blöd. Ne, ist nicht so blöd. Bleib du auch, glaube ich, im Wasser. Da haben wir die meisten Mons schon Pfeilefälle, falls wir für Dupes gehen wollen. Ja, ja. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen hin und her laufen, stelle eine Internetverbindung her. Ja, na klar, mache ich. Die Leute wollen doch den Tabula Rasa sehen. Richtig, richtig. So, jetzt laufe ich hin und her, kurz mal Superschutz einsetzen. Kurz mal Superschutz einsetzen, nochmal. Bitte, mal wenn er gleich nachfragt, ob du nochmal, bitte drück Nein, Present. Nein, bitte ich drücke jetzt, drück sein B schon. Ja, okay, bitte. Besser. Oh nein, ich habe versehentlich A gedrückt. Ja, Spaß. Alles safe. Smog. Ich sag Smog und Zydomega eigentlich ein gigagutes Pärchen. Safe. Auf jeden Fall. Also da kann man wirklich keine Augen machen. In jeder anderen Souling, in der wir nicht ein Pärchen mit Mega Mewtwo hätten. Ja. Richtig wild. Richtig wild. Ich sag es trotzdem wild. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Oh, das ist ja ein Psycho-Pokémon. Warte, ist Hutsas der First Typus Pflanze oder Gift? Pflanze. Pflanze, ja. Schade. Ich hab grad Finale eingesetzt. Also, in jeder anderen Souling wäre das auf jeden Fall ein gutes Pärchen, muss man auch einfach sagen. In der hier aber leider auch nicht. In der leider gut. Dann. Damit ist der Zusatz-Encounter weg. Der letzte, und damit sind wir wieder in Counter los. Ja, ich habe zu Present gesagt, lass Mewtwo. Ich habe jetzt Pyroleo dabei, ich habe jetzt keinen Bock nochmal zum Pokémon Center zu gehen, ist mir jetzt egal. Ich habe zu Present gesagt, lass Mewtwo nicht trainieren, also diesmal nehme ich es auf meine Kappe. Moin Present, was geht? Diesmal nehme ich es auf meine Kappe. Aha, wieso fange ich mal gerade so her? Was? Diesmal nehme ich es auf meine Kappe, falls was passiert, aber wir wissen ja, meine Calls sind ja meistens ja die richtigen, deswegen. Walban! Sollte da diesmal auch absolut nichts passieren. Ich sagte, der Bisofang-Vergleich ist halt auch einfach sehr, sehr sweet. Weil, schaut euch die wilde Mähne an von Bisofang. Bisofang also, hat eine schöne. Du feierst es mit Bisofang verglichen zu werden. Ja, was heißt verglichen zu werden mit dem, aber ich sag trotzdem, Symbole. Das ist schon. Ich schwöre, ich war es nicht. Das ist so dumm. Ich sag, der Afro ist schon wild. Ich könnte mir keine Afro wachsen lassen, aber einfach mal Haare wachsen lassen. Einfach mal wachsen lassen, weißt du? Weil ich hab die immer viel zu schnell abgeschnitten, weil ich mir so dachte, ja, muss ja. Aber ich mag halt mein flauschiges Haar. Ich mag es auch so, durch meine Haare zu fahren. Ja, so. Ist ja cool. Und Nee, das ist ja auch jetzt nicht so, dass du mich tolerierst hier. Ja, aber weißt du, du machst so Haare auf mich. Und dann denke ich mir halt so, woher kommen das jetzt auf einmal? Weil eigentlich habe ich doch gar nichts gesagt. Ich hab ich weiß, Moin, wo er geht auf Intensität. Als ob er auf Intensität. Gut, dass er keine Intensität 10 bekommen hat, weil dann wäre ein bisschen RIP gewesen. Was war es für eine Intensität? 6. Ui, ich glaube, der Unterschied zwischen 6 und 10 ist schon immens. Ja. Also er ist halt auf Nassschweif gegangen, ich dachte, ich gehe halt auf Nassschweif dann in Ruffy rein. Aber ja, ich muss ein Speed, okay. Ja, keine Ahnung, Phaser ist tatsächlich ein bisschen scary im Regen. Also sagst du allgemein, Wasser-Boden-Pokémon sind scary? Wasser-Boden-Pokémon sind ein bisschen scary, ja. Okay. Tatsächlich ein bisschen. Warte, hat der wieder den Regen rausgeholt oder ist einfach automatisch immer der Regen da? Es ist immer der Regen da. Ja, okay. Weil du meinst, in der letzten Folge, glaube ich, boah, der den Regen für mich rausgeholt. Aber ich glaube, der Regen ist einfach die ganze Zeit da gewesen. Nee, der hat wirklich den Regen für mich rausgeholt, weil wir sind jetzt im Wald drin und am Spielplatz hat es noch nicht geregnet, Present. Das war schon richtig, was ich gesagt habe. Also bitte auf, meine Autorität hier in Frage zu stellen. Ja, was für eine Autorität. Oha! Ja, sei mal ehrlich, was für eine Autorität. Ja, genau die. Sagst du, du wärst... Eine Autoritätsperson. Eine Autoritut? Was soll das jetzt? Wärst du ein autoritärer Vater? Nein, safe nicht. Das kann ich dir beantworten. Timo, du bist so gemein! Nein! Timo ist der.
die Art von Vater, die die ganze Erziehung der Mutter kaputt machen würde. Oha! Also ich sag so, ich habe letzte mit meiner Freundin drüber gesprochen. Ja. Und ich sage, ich würde mein... Das ist jetzt gleich kurz auf einmal ganz viel weird sad moment, ja. Mhm. Ich würde mein Kind genauso aufziehen, wie meine Kindheit war. Ja. Auch mit alten Games, alten Animes und so einen ganzen Shit so. Also halt später so, ne? Mhm. Jetzt nicht voran, du weißt, was ich meine. Ja. Nur der Twist ist, und jetzt kommt der kurze feels weird sad moment. Ja. Dass mein Kind es nicht wie ich alleine durchleben muss, sondern mit seinem Vater. Ja, aber ist doch dann schön. Ich sag das ja was schön. Ja. Ich sage auch nicht, dass du ein schlechter Vater bist. Ja, ich weiß. Ich sag nur, du wärst derjenige, Mama sagt nein, dann geht das Kind zu dir. Papa, darf ich das und das machen? Nee, ich sag actually, also... Sei ehrlich? Nee, ich kann richtig gut durchgreifen bei kleinen Kindern, wirklich. Kann ich wirklich. Aber würdest du dann wirklich nein sagen, wenn dich dein eigenes Fleisch und Blut mit diesen... Ja. Diesen, mit diesem Blick anschauen. Wir haben kein Geld, wir müssen Maisdosen essen. Heute gibt's nur Maisdosen, mein Sohn, es tut mir leid. Maisdosen. Schade aber auch. Aber ich will doch den Brokkoli. Nein, du isst jetzt dein Mais! Also, ich sag's, wie es ist. Das würde ich dich nämlich schon ein bisschen sehen. Dass du da halt so ein bisschen so dann sagen würdest: Peter! Weiß ich nicht, mein Sohn, also, Peter, ja. Hast du, nee, natürlich nicht, aber hast du einen Namen für deinen... Also ich würde meinen Sohn richtig gerne Isaac nennen. Okay. Aber ich will nicht, dass er von allen Deutschen Isaac genannt wird. Isaac? Ja. Ja, das ist sowieso das größte Problem. Also, ja. Namen... Mein Nachname ist ja Französisch und alle sprechen ja halt Deutsch aus und das ist halt triggernd. Also es gibt halt einfach Namen, die schön klingen, aber nur, wenn man sie auch so ausspricht, ne? Ja. Das ist halt das größte Problem. Also ich meine, es gibt... Ja. Dann aber auch natürlich Namen, die einfach nicht schön klingen und auch nicht schön aussehen. Egal, wie man sie ausspricht. Ja. Und die werden trotzdem gegeben. Und dann gibt es natürlich komplett crazy Leute, die... Ich weiß nicht, dieser Trend halt, dass man irgendwie auch in Pokémon vor allem, wollte ich gerade sagen, dass man Kinder irgendwie nach Gegenständen oder teilweise, also Emotionen oder sonst was eine Art benennt. Also hauptmäßig und so. Ja, jetzt kommt natürlich Flababy. Ja. Ich sag, Hope ist sozusagen noch der Fall. Ja, Hope geht noch, ja. So, ne? Aber... Also ich will halt, weißt du, ich finde unkonventionelle Namen sehr hübsch. Mhm. Also Namen, die man sehr selten sieht. Ja, das sehe ich hört. Vielleicht. Und ich will auch, dass mein Kind auf jeden Fall einen Namen bekommt, der nicht Standard ist. Ja, ich sag unkonventionelle Namen nice, aber auch, man muss auf jeden Fall bedenken, was sein Name relativ früh machen kann. Ja, so, ja, ne? Ich weiß schon, was du meinst. Also ich kann mal so viel sagen, ohne meinen Nachnamen zu sagen. Ich weiß. Mein Nachname hat... Meiner theoretisch auch. Der reimt sich auch auf etwas ganz Unschönes. So, und das ist halt das Problem, wenn man einen Nachnamen auch hat, dafür kann man noch weniger als der Name, aber... Also ich wurde nie deswegen aufgezogen oder so, aber ja. In der Theorie könnte... Also ich habe mir einiges anhören dürfen. Also naja. Ich habe da bei dem Namen... Da konnte man einiges draus machen. Da konnte man nicht nur das Offensichtliche draus machen. Alter, kann Mythopum. Der hat Überbrückung. Alter. Ist zum Glück nur ein Mega-Garados. Ist zum Glück nur ein Mega-Garados. Aber ich glaube, ich muss fast schon drin bleiben, weil das wird auch überbrückt. Ist halt neutral effektiv. Aber ich mach dem nichts, ne? Mhm. Ich brauche immer nur bessere Coverage auf Volcanion. Das ist echt ein bisschen nervig. Ja. Also ja, da kann ich dann nur mit einem Crit killen. Coverage wäre schon nice. Wäre schon ganz gut tatsächlich. So, jetzt könnte man mit einem nicht, Crit dann, ja? killen. Das sind beliebte letzten Worte eines Pokémon. Ja, aber was soll ich denn sonst machen? So, da habe ich nicht viel Option. Oha, Junge! Er played mich denn? Ja left and right. Richtig krasser Typ, sagst du. Ein krasser Player. Aber hast du irgendwelche deswegen. Trainer schon Skibidi skippt oder one-shottest du einfach alles? Ich habe bisher alle. Also ist gerade die Hexe. Okay, zwei da bin ich ja noch lange noch nicht. Und jetzt die Hexe. Also ich bin tatsächlich nicht... Ich merke halt, also was das angeht, merke ich, dass mein Team halt so ein bisschen abgeschwächt wurde. Dass ich nicht mehr so zack, 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 weißt du. Sondern ich muss so super viel wechseln. Und dann brauche ich noch 10 Jahre, bis ich einen One-Kill und so weiter. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das kommt auch wieder mit der Zeit. Demnächst kommt Mewtwo kommt halt rein. Ja, ja. Ich hätte echt gerne Mega Mewtwo Y... ach Mann, ich greife ja auch die ganze Zeit selber an. Den Mega Mewtwo Y-Nied, richtig. Mega Mewtwo Y. Hätte ich richtig gerne. Der wäre doch schon sehr
Schmagofatz. Der wäre sehr, sehr Schmagofatz, das stimmt auf jeden Fall. Aber ne, wenn wir gerade schon beim, noch beim Kinderthema sind, noch ganz kurz. Also du hast schwanger. Wild. Von wem? Von dir. Okay, also Isaac. Das heißt, du willst safe einen Jungen haben. So, nein, ich würde so, lieber ein Mädchen haben. Okay, das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Aber für ein Mädchen hast du noch keinen Namen. Nicht so wirklich, nee. Ich hatte schon mal so ein paar Gedanken, aber... Weil ich finde es tatsächlich crazy, wenn Leute mir erzählen, so mit Ende, also Anfang 20 vielleicht schon oder schon so mit 18, 19, ne? Mir dann erzählen, ey, ich habe meine zwei, drei Kinder durchgeplant plus Namen. Also nicht nur ich will die zwei, drei Kinder haben, sondern die Namen dazu. Weil ich sag Namen hätte ich ja, also ich finde Namen ist so mit das Schwerste. Glaubst du, da wird's dann bei dir schwer? Ja, also ich würd das nicht mir geben, die Entscheidung. Ich würd das meiner Frau geben, die Entscheidung so. Also die Entscheidung selber zu treffen, die finde ich halt, also wenn das halt Leute wirklich sagen von sich. Ja, man muss sich schon einig sein, ne? Vielleicht kann man ja auch so wilde Namen. Also ich habe tatsächlich auch damals, als ich noch kleiner war, war ich immer derjenige, der unseren Katzen die Namen gegeben hat. Außer die hatten schon im Vorfeld Namen. Dann natürlich nicht, aber ich habe immer unsere Katzen benannt und ich mag das richtig gerne. So Moon oder so für Natara oder so. Naja, was das angeht, so für echte also Lebewesen bin ich ganz gut dabei. Ja, kannst du das wirklich. Ich bin mir da ein bisschen unsicher tatsächlich. Nee, ganz nee, schön. Gut. Spaß. Ja, ich bin ein Großer. Nee, also könnt ihr auch gerne mal schreiben. Wollt ihr Kinder haben? Wenn ja, habt ihr genaue Pläne? Habt ihr vielleicht schon Kinder? Ich finde das halt krass, wenn Leute schreiben so, yo, ich hab halt, also ne, auch Zuschauer schreiben, dass sie Kinder haben oder so. Oder teilweise mit ihren Kindern gemeinsam schauen. Das ist halt auch wild. Letztens kam auch ein Kommentar von einem Zuschauer, der gesagt hat, dass er mit seiner Mutter gemeinsam auf dem Fernseher geschaut hätte. Oh ja, und die Mutter dann abonniert hat. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, ne? Grüße gehen raus. Shoutouts gehen raus. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Content. Ja. Das ist natürlich, das ist auch, das fühlt man wirklich. Ich meine, es ist auch cool, wenn man natürlich so ein Verhältnis mit den Eltern hat. Klar, ich hab, was ich teilweise sehe, wenn Leute irgendwie so auf Twitter posten, yo, hab grad mit meiner Mom Attack on Titan geguckt. Ich hab mir so, was? Was? Das ist halt schon wild. Aber ich meine, es ist ja auch mittlerweile so, wir werden älter. Das heißt, unsere Generation, die zum Beispiel mit Anime aufwächst und so weiter und so fort, die bringt das natürlich auch weiter. Und ich meine, es gibt auch Eltern jetzt, die mit Anime aufgewachsen sind. Oder Animes. Anime ist richtig. Deswegen, der ist auf Schaufler gegangen. Also ich werde später mit meinem Kind, wenn es so Zeichentrick-Stuff schaut und auch so Richtung Anime und so weiter vielleicht dann geht und es halt auch feiert. Ich werde es nicht dazu zwingen, wenn es mein Kind Pokémon scheiße findet, dann findet es Pokémon scheiße und dann will ich das nicht dazu zwingen, Pokémon zu spielen. Aber ich glaube, so etwas kann man, weißt du, wenn du sowas begeistert, glaube ich, fast jedes Kind so von Anfang an. Ja, auf Pokémon. Jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind sagt, nee, Pokémon finde ich trash. So, yeah. Also, so, weißt du, wenn du dem das früh zeigst, so den Anime und so vielleicht damit anfängst, dann so langsam an die Spiele rantast und so weiter. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie gut es meinem Kind tun wird, aber ich will wirklich meinem Kind so von Anfang an so diese Oldschool-Sachen zeigen, weißt du? Mhm. Ja. So das, was du halt damals... Ja, so das Dragon Ball. Und ich meine, Wenn es halt nicht so das andere kennt, dann ist es ja für das Kind in der Theorie nicht schlimm. Ich will halt nur nicht, dass irgendwie so... Ja, dann kann er sagen so, du schaust noch Dragon Ball? Also ich bin gerade bei Dragon Ball Super schon bei Folge 248. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so problematisch. Also zum Beispiel, ich habe letztens das auch auf Twitter gesehen gehabt. Da gab es ein, ich glaube Ende letzten Jahres, einen relativ viralen Clip von einem Kind, was zu Weihnachten Smash Bros. Mini bekommen hat. Ja. Und hatte Smash Bros. Mini gezockt. Und in den Kommentaren schon teilweise, das war irgendwie 6, 7 Jahre alt, das Kind. In den Kommentaren schon teilweise, oh, was für ein schlechter Vater, dass der dem Kind Smash Bros. Mini gibt und seine eigenen Spiele auf das Kind so raufdrückt. Wieso kauft man ihm nicht gleich eine Switch mit Smash Ultimate und bliblablub, so weißt du? Naja. Und also finde ich das ein bisschen anmaßend. So, also, ne? Also, ja klar, jeder sagen, kann es ja selber entscheiden. So. Und ich bin ehrlich zu dir, dieses Kind wird mit Smash Bros. Melee, ist es egal, ob Smash Bros. Melee oder Smash Bros. Ultimate, das wird verdammt viel Spaß mit diesem Spiel haben. So. Weil man ist ja als junges Kind nicht wirklich krasses
gewöhnt. Ja. Der trifft nicht fünfmal, perfekt. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn er natürlich jetzt Smash Ultimate die ganze Zeit gespielt hat und dann auf Smash Bros. Melee, dann ist natürlich dieser Unterschied, dieser Rückschritt sehr weird. Aber tatsächlich war es ja auch so, dass der Vater geschrieben hat, das Kind hat sich das gewünscht, weil es hat schon Smash Ultimate und so gespielt, aber es wollte Smash Bros. Melee haben. Also das Kind wollte es. Und dass der Vater sich aber überhaupt rechtfertigen musste, ja, das war wieder typisch Twitter auch, ne? Twitter sowieso ganz schlimm. Du postest eine Sache, die eigentlich, weißt du, da ist nichts Negatives dran und irgendjemand findet immer irgendwas Negatives dran. Anstatt sich halt für das eine Kind zu freuen, so dass es Spaß hat mit Smash Bros. Mini, es hat einfach Spaß gehabt, so dem Video und alles war cool. Und dann hast du halt Leute, die direkt alles Auge machen. Ja, auf alles Auge machen. Und das ist halt super schade und man kennt natürlich auch nicht die genauen Hintergründe. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, nee. So, was ist, wenn der Vater halt eine Gamecube zu Hause hatte und nicht genügend Geld für eine Switch, aber gerade die Bros. Mini günstig bekommen konnte? Wieso ist der gestorben? Es ist halt ein Pike am Regen, ne? Also, Roto Bosch war leider auch nicht so die krasse Antwort. Und ich dachte so, okay, der geht ja für spezielle Attacken. Plötzlich kam der Nassschweif im Regen. Quajutsu. Du warst ein sehr wildes Pokémon. Ja, aber bei Pike am Regen kann auch echt kein Auge machen. Das ist schon echt ultra gemein. Und der Switch zwischen physisch und speziell auch noch die ganze Zeit hin und her. Tio, du hast nun ein Wehen bekommen. Ich hoffe, du freust dich drüber. Ja, Kramums wäre durch den Trit auch gestorben. Ich habe halt echt nicht so die Antworten auf Aurasphäre, Regen, Pike, ja alles drum und dran. Können Sie was rauswechseln? Ja, Solid wahrscheinlich auf Turbo-Tempo gehen, ne? Solid, wenn da eine Wasserattacke kommt, jetzt dann fünfmal tot. Ja, jetzt eine Wasserattacke kommt, ist echt. Also, ich habe Tempo-Hieb auf Erdkräfte. Okay, Junge, der hat echt alles, Alter. Holy shit. Halt wirklich. Ja, Quajutsu ist der letzte Kampf. Ich gönn dir nochmal diesen Abschiedskampf hier. Die Erfahrungspunkte bringen dir halt gar nichts, aber weißt du was, ich gönn dir. Ich gönn ihm noch auch. Ich gönn dir. Was heißt, ich habe meinen Willen bekommen? Ich wollte das auch nicht. Aber ich hatte wirklich Probleme gegen die Spiker. Ich wollte es wirklich nicht. Ich habe Urteilskraft endlich auf Nocto bekommen. Ist okay. Der hätte endlich wild werden können. War ein Wilder. Also mein Team wird jetzt, also du bekommst da so Mewtwo und so. Ich weiß. Aber dadurch, dass Wasser frei wird, können wir bestimmt auch wieder was, Ja. Ich würde auch jetzt erstmal heilen gehen. Das größte Problem ist, Krippuk sieht auf dem Blatt Papier cool aus, aber Krippuk macht nie was. Ja, ich weiß. Aber bitte also mach Krippuk jetzt nicht wieder so diesen, oh, du hast Mod getötet. Nein. Ihr wisst es, ich hab schon alles. Ja, alles geplant, Junge. Das ganze PowerPoint-Präsentation hast du nebenbei offen, wie du Krippuk tötest. Oh, huch! Aber ich dachte, er wäre mit dem gepaart gewesen. Na, ja, Dinge passieren, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Die passieren halt einfach. Habe ich Zerschneider dabei? Nee, habe ich nicht. Kann Quajutsu zerschneiden? Kann ich. Willst du auch kurz so hier zurückkommen? So. Ja, was wollen wir denn machen jetzt? Also ich habe mich jetzt nur hochgehalten, aber vielleicht können wir trotzdem schon mal kurz schauen oder so. Ja, aber ich glaube, also ein Pärchen können wir jetzt nicht reinnehmen, was direkt funktioniert. So, also wir haben... Oh, wir haben Illvoltek und Branawatz, was jetzt wild ist, ne? Das haben wir actually echt. Also das kann... Ja. Nee, haben wir nicht. Wir haben Elektro, haben wir doch. Rotom. Ja, stimmt, wir haben Rotom. Ja. Dann vergessen wir das ganz schnell mal. Quaxo. Amoroso halt. Ja. Würde nicht zu gehen. Ich weiß nicht, was du noch für Wasser-Pokémon. Ich glaube, ich hatte auch noch ein Wasser-Pokémon. Ich habe auch. Kingla und... Vespiquen, let's go, der Hase. Wusstest du, dass ich 5 männliche Shiny Batribi in Pokémon Legenden Arceus habe? 5 so. Shiny männliche Batribi. Scheinwerfer ist wieder. Ich hab Scheinwerfer bekommen. Jetzt kann Quajutsu Scheinwerfer erlernen, ich seh's kommen. Ja, der kann aber auch alles erlernen. Kannst du jetzt nicht. Ja, das stimmt. Scheinwerfer. Guck mal, kann nur Toxic Bark. Sehr wild. Man, okay. Ja, schade. Also, ja, nee, ist wirklich schade. Ja, schade, ne? Ah, schade, das Doktor leider da. Naja, upsili. Dinge passieren, würde ich sagen. Oh, guck mal, jetzt Kläffchen gegeben. Das wäre so wild gewesen. Weil der hätten wir safe mit irgendwas rein. Das ist ja auch wild gewesen, wenn mein Quajutsu am Leben gewesen wäre. Tut mir wirklich leid. Ja, alles okay, alles gut. Passiert. Es gleicht sich mittlerweile ein bisschen mit den Toten aus. True. Auch wenn ich dann ab und zu wieder aufgeholt habe. Relativ früh danach. Es ist so eine weirde, scary Szene. Aber du kommst so schnell voran. Ich bin, glaube ich, habe irgendwie noch 4 Trainer oder so, die ich machen muss, die du schon gemacht hast. Also was das angeht, da bin ich echt langsamer. Und ich habe so über Themen so nebenher geredet, so, weißt du, richtig entspannt. Ja, also, da war ich auch so vor 3 Parts, weißt du?
Und mittlerweile scheinbar irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, dein Team ist echt schon nicht schlecht gewesen. Nee, eigentlich ist mein Team. Ja, Quajutsu war derjenige. Ja, ja, sag ich ja. War nicht schlecht. Quajutsu im Regen konnte halt alles one-shotten. Das hat er auch gerade eben gemacht, ne? Ich sage ja. Ich habe Kane hoffentlich alles one-shotten, aber der ist halt ein bisschen langsamer. Hat mehr Schwächen. Also mehr nervig. Das habe ich halt auch mit Rotom Bosch gedacht, dass ich halt einfach alles one-shotte, weißt du? Oh, Stachler. Ja, ja. Der, oh. Ja, du hast auch Stachler bekommen eben, ne? Ich hab auch Stachler, ja. Das stimmt tatsächlich. War hier nicht eigentlich auch irgendwie eine TM, die man bekommen hat? Von der Hexe, ja, habe ich halt Stachler bekommen. Nee, war von der Hexe? Hast du nicht mit der Hexe hier geredet? Angesprochen? Doch, ich hab. Wolltest du die Skibbidi skippen? Und dachtest du, die sind Trainer oder wie? Nee, ich hab alle gemacht. Vielleicht bin ich einfach an der vorbeigelaufen und die hat mich nicht angedingst, dann habe ich sie nicht mehr angesprochen. Also geskibbidi skitter sind die, oder wie? Nee, aber wahrscheinlich hat sie mich angeschaut und ich war so, oh, sie ist keine Trainerin und bin dann weitergelaufen. Ja, aber man redet doch mit allen. Dann mach da auch nochmal das Itemrad an. Ich glaube, da ist ein Itemrad da, wo du gerade bist. Das ist actually eine gute Idee. Okay, hier ist kein Itemrad. Weil man hat irgendwas von rechts irgendwie, hat man gesehen, dass da irgendwo was ist. Ja, ich weiß, deswegen, ich glaube, hier irgendwo. Ich habe auch irgendwas vorhin gehört noch. Ah, hier. Hier, ja. Ja. Machtgewicht, ja, okay. Junge, erstmal EV trainieren, let's go. Let's go, erstmal EV-Training. Bla bla bla, ja, oh, so gruselig. Also, echt. Gib du dem mal Trinkgeld. Gut. Was dann passiert, weil ich hab dem kein Trinkgeld gegeben. Ja, ja. Ja, hast du ausgefuchst gemacht, Preston. Ausgefuchst gemacht. Gib du dem mal Trinkgeld, weil ich hab dem kein. Ja, irgendwann dann mit Preston wäre ich dann so, wir bestellen sowas. Gib du dem mal Trinkgeld, weil ich hab dem actually genau, kein Trinkgeld gegeben und ich will wissen, was dann passiert. Nee, Wie viel soll ich ihm geben? Mach mal so 1000. Ja, weiß ich nicht, ob man irgendwas bekommt dann ich von ihm. Kommen können ihm 1000. Ja, nichts passiert. Perfekt. Danke. Dann kann man hier rüber, aber man muss surfen. Man kann ja schon surfen, stimmt. Ja, surfen, oder? Gib du dir mal einen Trink? Ja, ich hab dem Action keinen Trink. Nee. Ich sage, im Realleben wäre das jetzt nicht so. Ja, schon genug, dass also, es hier so ist. Guck mal, noch mehr IV-Training. Jawollo, Fahrt und Knoten, auf geht's. Nee, also, das hab ich auch letztes Mal mich drüber unterhalten gehabt. Und zwar, ging ein bisschen... Fossil! Oh, nice. Hast du jetzt mit der Hexe geredet? Hab Nassmacher bekommen. Nice. Liegt auch ein bisschen an PayPal, aber ich finde etwas sehr Deutsches, so gesehen, ist die Tatsache, sagen wir mal, wir bestellen jetzt was zusammen, ne? Und ich sag dir, yo, du bezahlst das Ganze. Und dann sage ich dir, yo, ich überweise dir später oder gebe dir später das Geld. Ja. Machen viele das so, dass sie wirklich genau, es war 17,30 Euro, weißt du? Ja. Und dann geben sie dir 17,30 Euro, manchmal auch sogar Bargeld. Ja. Anstatt einfach 18 Euro, weißt du, einfach aufzurufen. Oktazuka. Und ich finde das, oh, das ist nice. Du hast wahrscheinlich mit ihm geredet, habe ich recht. Nee, habe ich nicht. Ich bin ja erstmal direkt hier reingegangen. Okay. Und ich sag, oh, Blattstein hat es ja auch gegeben. Und Finsterstein gibt es ja. Okay. Und ich sag, das ist sehr, sehr, sehr deutsche Sache, die ich einfach ein bisschen weird finde, dass so dieses komplett auf diesen Cent genau, will weißt du, so bei vielen Sachen. Ja, aber finde ich einfach komisch, weißt du? Echt? Also ich sag, bei PayPal verstehe ich es halt noch eher, ja, aber wenn ja. die Leute dann das überweisen, ja. Psychokinese, strong. Aber wenn die Leute das direkt so auf die Hand geben, dann finde ich das sehr, sehr weird. Ja, Bro, als ob ich 17,30 Euro dabei habe, also seien wir mal ehrlich. Ja, gut. Gibt ja Leute, also die hätten natürlich dann so auf den Euro oder Cent genau halt so. Ich habe fast eh nie Bargeld dabei. Ja gut, ich habe mittlerweile auch null. Also ja. Bargeld ist so Mangelware. Bare ist so, wow. Psychokinese kann nur Damiplex erlernen aus meinem aktuellen Team. Vielleicht kannst du Hutsasser später erlernen, actually. Warum später? Ja. Achso, so später, wenn du ja, später bist. Ja, wenn ich den in mein Team hole. Okay. Aber sonst... Warte, was soll ich sie dir erzählen? Ich bin der Märchenonkel. Ja, aber der erzählt mir wie gar nichts. Schade. Was hab ich hier? Yonagoberre, Zabasche, Duftbeutel, Weiße Flöte, Nekrote, Kingstein. Kingstein eigentlich ganz cool, aber ja. Das ist irgendwie... Noch nicht durch. Zabasche, Press, wir können so viele Pokémon, wie wir wollen, wiederbeleben. Oh, ja, ich sag actually jetzt mal einen Moment. Ja, was denn? Actually, wir können echt Pokémon wiederbeleben. Nee, aber Yonagoberre ist ja übel gut. Eigentlich. Yonagoberre ist echt strong. Also es ist einfach gefühlt Äther, was ich da im Laden habe. Oh, die Arena sieht halt so cool aus, ne? Das stimmt. Das stimmt. Ich könnte die Kombi-Attacke auf Quajutsu erlernen. Wow. Ja. Die Wassersäulen. Let's die Wassersäulen. Aber hier ist auch nichts. Okay. Ja, dann würde als nächstes die Pokéball-Fabrik ja kommen, ne? Ja, oder halt die Arena. Nee, Arena können wir, glaube ich, vorher noch gar nicht machen. Na gut, geh rein. Hier rein? Ich glaube nicht schon. Ich hätte vorher die Pokéball-Fabrik machen müssen.
Wir können die machen. Anscheinend. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt machen, oder? Nee, wir machen die jetzt auch nicht. Die Pokéball-Fabrik ist wahrscheinlich von den Leveln her. Das müssen wir, glaube ich, vom nächsten Part abchecken. Ich würde sagen, wir checken noch hier ein bisschen die Stadt aus, so. Hier will so die City, ob jemand Nices ist. Möchtest du mir einen Arena-Horn zeigen? Was macht er dann? Ah, okay, der sagt dann nur, die sagt dann nur, was wir dabei hatten. Das ist so immer ein bisschen, oder gab es da irgendwie noch einen anderen? Gengar Nid? Ja, den kennt man immer. Hier. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ja, ist halt man nice. Hier immer. Den kennt man tatsächlich hier immer. Krass, cool. Danke, Timo. Du bist natürlich auch ein XY-Master. Okay. Du wusstest es natürlich auch. Aber ich sag so ein Mehrgänger, das ist halt wieder die Sache. Wieso ist Geist so präsent? Also ich meine, natürlich, wir haben jetzt keinen Gengar, aber wieso haben wir Krippuck mit Arceus? Das ist so. Ja, ja, ja. Hätte sie irgendwie Fee in Feen-Pokémon mit Arceus sein können? Okay, warte, was ist, wenn ich mich jetzt hier ransetze an die Theke? Bekomme ich dafür irgendwas? Ich glaube, da kämpfst du gegen den. Gegen jemanden. Müssen wir Trinkgeld geben? Gib dir mal Trinkgeld, actually, sag ich jetzt nicht. Ich verstehe nicht, wieso diese Trinkgeldgeschichte eingebaut wurde. Ich will raus. Okay, Timo, danke für deine musikalische Untermahnung. Dankeschön, Timo. Es ist wirklich. Ja, und damit willkommen zum Pokémon Musikquiz, meine Freunde. Neue Staffel, neues Glück. Welchen Track hat Timo jetzt gerade gesungen? Wenn ihr das erraten könnt. Ja, neue Kategorie bei dir. Pokémon Musikquiz. Timo singt. Ich sag, wer schon eine starke Kategorie. Sagen Sie es. Oh, Lightbomb. Weil ich sag, wer das erkennt. Oh, Lightbomb ist echt strong. Wer das erkennt, der muss schon echt krass sein. Der muss schon krass sein, ja. Ich sag, würde ich also feiern. Buch mich. Ich mach's. Okay, perfekt. Arbeitsplatte. Boleobeere. Anti-Unlichtbeere. Anti-Unlichtbeere. Auf Englisch heißt sie. Kolbeberry. Kolbeberry, richtig. Ich glaube, wir können hier nämlich noch gar nicht reingehen, actually. Ja, müssen wir echt die Arena vorher machen? Ich glaube, ja. Crazy. Ja, wir müssen jetzt als nächstes die Arena machen. Das heißt, es ist hier eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Perfekt, aber lass uns krass, die Items einsammeln. Ich habe schon alles. Aber krass, dann haben wir jetzt gleich 6 Orden. Ja, das hast du alle versteckten Items hier eingesammelt? Ja, ich muss hier in der Stadt gibt es noch ein verstecktes Item. Dieser Floor Need. Dieser Floor wäre leider dürfen wir nicht. Leider nicht. Das ist ja das Pech, was wir rausgeworfen haben. Ah, warte, aber. Aber? Können wir hier angeln? Oh, stimmt, ja. Lass es noch zum Abschluss machen. Ja, komm. Kriegst du im nächsten Part die Arena dann wieder. Jep, jep. Ich habe ein Kronjuwel. Ich dachte gerade, es wäre Damitier. Ich wollte gerade Damitier sagen, weil schau dir die Form an, so, weißt du? Und das ist halt so die Weihnachtsform und das sah kurz aus wie Damitier. Aber leider nicht. Das Pflanzenjuwel noch bei mir? Ja, der ist gar nicht so wild, leider. Leider nicht so wild. Nee. Also, der ist zwar Kronjuwel, aber er ist leider nicht so wild. True. True. Pflanzen-Pokémon, ja. Das heißt. Es ist ja sogar nicht normal. Ich weiß es nicht, kannst du mal nachgucken, ob es normal oder Pflanze ist, weil wegen Dupes. Oh, hier ist sogar auch noch ein verstecktes Item. Ne? Ja, ja, das wollte ich eigentlich gerade holen. Dann ist mir eingefallen, weil dafür müssen wir, glaube ich, surfen. Und dann ist links unten, glaube ich. Ja. Ja, dann. Ich surfe jetzt einfach mal hier. Nee, ich surfe. Nee, ich glaube, man kann da nämlich nicht mal surfen. Sicher? Okay. Ich konnte es gerade nicht. Und deswegen habe ich dann da geangelt. Kronjuwel ist normal, ja, wie ich gesagt habe. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir Dupes bekommen. Oder normal Pokémon. Ich meine Kronjuwel. Willkommen im Team. Gutes Pokémon. Feiern. Oh Mann, Alter. Freue ich mich schon für die Person, die nach Kronjuwel hat. Du bist so fies, Alter. Warte, nur Spaß. Immer nur Spart. Immer so Spart. Danke fürs Reinsauen. Zusauen, hast du gesagt. Ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir haben jetzt über Dinge geredet. Da haben wir geredet. Ich benenne Kronjuwel nach Timonator. Das klingt so, als wäre ich das, aber ich bin Timonator 2004. Also, ich kann nichts dafür. Also, Timonator, echt ein guter Kommentarschreiber, muss man einfach sagen. Es tut mir leid für dich, dass du nur ein Kronjuwel geworden bist. Aber Timonator, du bist es auch da rein. Pille war eigentlich echt nice, aber ja, ist halt gefährt ein Kronjuwel. Actually, das Item lag hier. Wo lag das? Warte kurz. Hier oben links direkt.
Ah, hier ist sogar ein Schild, nicht surfen. Oh, wir surfen jetzt hier, Junge, wir sind Rebellen. Let's go, lass uns doch einfach mal surfen. Oh, aber hier ist noch ein Item. Okay. Also irgendwo. Ich benenne das Pilipper, ich finde, das passt auch ganz gut zum Profilbild. Ich werde es wahrscheinlich falsch Alter, ich kann nicht mehr reden. Was ist denn los? Kannst du noch nie. Falsch aussprechen. Oh, ja. Luscitrea. Ich weiß es nicht genau. Ja. Yep. Aber ich kenne Lucretia. Das ist eine Afkarena-Character. Ah, natürlich. Man kennt's. Luscitrea. Luscitrea. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. So, also. Hier noch ein Item Present. Und dann unten ist. Ich leite dich. Geleite dich dorthin. Einmal hier. Da war ich ja nicht von Eisborn, okay. Jetzt kommst du mit. Ich komme mit, ja. Komm mit. Und das ist wahrscheinlich links in Richtung. Komm mit, als würdest du mich da abholen wollen. Und dann gehst du hier so, hier. Ja, locker. Schneeball. Schneeball. Was war der Schneeball? Wenn du von einer Eisattacke getroffen wirst, wird der Angriff erhöht? Absolut korrekt. Ja, bollo. Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch eine 1000 Likes, Likes, 1000 Likes, Likes, Likes. Danke fürs Zusauen. Nächstes Part machen wir dann die 6. Arena. Es geht jetzt gerade echt Schlag auf Schlag, ne? Also, ich bin echt gespannt, wo wir am Ende sind von der Vorproduktion, weil wir nehmen ja, wie gesagt, für den Umzug auf. Und ich meine jetzt Present. Ah, ich glaube, wir sind dann schon fast durch. Im Present meine ja, wahrscheinlich dann noch so, was ist das, 3, 4 Parts oder so noch? Wir werden sehen. Leute, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüsseli. Tschüss.